Herzlich willkommen zu einem weiteren von unseren fast schon berüchtigten Skype-Interviews. Corona-bedingt ist ja das Krone-TV-Studio nach wie vor gesperrt. Ich freue mich trotzdem über einen wieder einmal sehr hochkarätigen Gesprächspartner. Er ist der nordische Kombinierer und durchaus ein Vorzeigeathlet, mag ich einmal sagen, in der österreichischen Mannschaft. Franz Josef Rehrl, Servus. Hallo Christian, danke. Alles gut bei dir? Wie geht's in Quarantäne, die ja schon langsam sich jetzt zu lockern beginnt? Ja, es geht sehr gut. Also es war schon ein bisschen schwierige Zeit, muss man sagen, zu Hause trainieren, ganzen Tag auf dem Ergometer sitzen. Mittlerweile darf man wieder raus und es macht schon leichter. Und es ist jetzt echt wieder ein bisschen Normalität im Training drin, auch wenn wir noch unter Long unterwegs sind oder noch unterwegs bin. Und ja, es wird schon wieder. Im Smalltalk hast du mir verraten, dass du mit deiner Frisur ein bisschen haperst. Wie ernst ist Ja, denn die Situation schon? es ist jetzt, wenn man sich Haare sehen anfängt, dann sind sie lang. Ja, Aber es ist aber okay. du hast das Glück, dass du von Haus aus ein schöner Mensch bist. Bei dir ist es egal, wie die Frisur ist. Danke. Das ist ein Startvorteil. Ich mag eben mit dir über, also auch über ein Thema sprechen, das man vielleicht nicht vordergründig oder primär mit dir in Verbindung bringt, nämlich das Paragliden. Das ist ja deine zweite große Leidenschaft, wenn man das so sagen darf. Und ich glaube, du bist schon wieder aktiv gewesen in der Saison, oder? Ja, jetzt, heuer war ich noch nie fliegen, leider. Also, Ah, dann habe ich das fehlinterpretiert. Aber wie ist der aktuelle Stand? ab 1. Mai darf man dann wieder, also ab morgen dann theoretisch. Und ich werde es dann, sobald man wieder darf, werde ich natürlich auch mal gehen. Also, ich freue mich schon irrsinnig drauf. Es ist eine schöne Abwechslung und es ist Abstand halten ist in der Luft natürlich auch ein bisschen leichter. Einen kleinen Startvorteil. Ein Wie oft kleines. kommst du in einem regulären Jahr unter Anführungszeichen dazu, deiner Leidenschaft nachzugehen? Ja, eher leider zu wenig oder ich hätte gern mehr, sagen wir so. Es ist schon, ich muss schon viel in meinen Sport investieren, also es geht viel Zeit drauf für das. Und das Gleitschirmfliegen, ich nehme, probiere mal zweimal im Jahr einen Urlaub zu nehmen, wo ich mich aufs Gleitschirmfliegen konzentriere. Und in die 14 Tage, wo ich dann Gleitschirmfliegen tue, dann mache ich unzählige Anflüge. Und zwischendurch natürlich auch, ich habe schon hinter dem Hausberg oben, da gehe ich schon auch regelmäßig auf und fliege dann runter, eine Stunde auflaufen und in 10 Minuten, 20 Minuten bin ich wieder bei der Haustür. Gutes Timing. Auch eine interessante Facette an deiner Person. Du bist ja Herr Inspektor, wenn man das so nennen Herr darf, oder du? Inspektor. Ja, man sieht schon so, ich habe da alles da liegen, meine Lernunterlagen Ja, bitte. von der Polizeischule, also ich bin jederzeit einsatzbereit, da steht der erste Teil. Ausbildungsplan von der Polizei. Was Da steht sieht denn man aktuell am Programm? ja alles Mögliche. Wir haben von Kriminalistik bis Verkehrsrecht, Verwaltungsrecht und Strafrecht ist natürlich alles dabei am Stundenplan. Und es ist wie jetzt unser Interview über Skype alles. Und es hat zwar am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gegeben, bis das überall funktioniert hat, halbwegs, aber es hat sich gut eingespielt und ich muss zugeben, ich finde es gar nicht so schlecht. Weil man sich doch auch mit Arbeitsaufträgen die Zeit selber auch ein bisschen einteilen kann, wo man, wann man was macht. Und also ich bin echt sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wie viel Zeit investierst du täglich in das Lernen für die Polizeiausbildung? Ja, wir haben schon jeden Tag von 7:30 bis 11 und von 12 bis 15:30 Skype-Unterricht also mit Skype und aber auch nebenbei. Wenn kein Skype-Unterricht ist, ist dann aber die Arbeitsaufträge zu machen. Und das ist auch so zu machen, dass da muss man schon auch die Zeit in Anspruch nehmen. Also es dauert schon fast du brauchst schon fast deine 8 Stunden am Tag. Also spannende Einblicke in dein Leben neben dem Spitzensport, über den wir jetzt allerdings sehr wohl natürlich auch sprechen wollen. Und da drängt sich vordergründig natürlich die Frage nach deiner Gesundheit oder nach deiner physischen Konstitution aus. Zur Erklärung, Franz Josef Rehrl hat ja die Saison vorzeitig abbrechen müssen wegen einer lädierten Rippe oder wegen lädierter Rippen. Wie ist der aktuelle Stand? Was machen die Rippen? Ja, es ist wieder sehr gut. Also, ich habe das nie glauben wollen, dass eine Rippenprellung genauso wehtut wie ein Bruch. Aber ich habe das schmerzlich lernen müssen, leider. Und es hat genau 4 Wochen gedauert auf den Tag und dann von einem auf den anderen Tag war es vorbei. Also, als wie mir nie was gewesen war. Und jeder hat das immer gesagt, dass das genauso ist. Ich habe es nicht geglaubt. Aber es war so und es hat echt beim Schlafen, beim Bett, im Umdrehen im Bett, hat so weh getan, als ich aufgewacht bin in der Nacht. Und jetzt geht es mir wieder sehr gut und bin wieder voll im Training, schon, eh schon seit, ja, eigentlich seit die Quarantäne ist, hucke daheim. Da ist dann losgegangen, am 15. März, am 16. Kann man die Verletzung überhaupt behandeln oder hilft einfach nur Zeit und Aussitzen? Na, die habe ich aussitzen müssen. Das war
leider beinhart, aber es war dann eh so wie sie. Ich habe dann meine Saison beendet und bin dann noch vor der Quarantäne noch auf Urlaub gefahren. Das ist dann ausgegangen bei mir, es ist bei uns bei fast keiner ausgegangen. Und habe das noch genossen, die 4-5 Tage, wo ich unterwegs war im Hotel. Und dann bin ich wieder mit Training eingestartet. Du hast ja selbst gemeint, auch sportlich war es jetzt nicht unbedingt die Saison, die du dir erträumt hast. Einen Podestplatz hat es gegeben, mit ein bisschen Abstand betrachtet. Wie ist die zu bewerten und einzuordnen? Ja, es war sicher eine schwierige Saison. Also ich habe mir viel mehr vorgenommen. Ich habe dann leider meinen Faden beim Skispringen komplett verloren. Also und am Anfang bin ich zwar schlecht gesprungen, aber habe trotzdem noch halbwegs Weiten zusammengebracht. Zum Ende hin habe ich dann schon Sprünge gehabt, die was okay waren, aber irgendwie das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit für war nicht mehr da und es ist auch nicht mehr so ins Fliegen gekommen. Und im Großen und Ganzen war ich sicher nicht zufrieden mit dem und ich möchte schon an dem wieder arbeiten, dass der Skispringer wieder die Klasse besser wird, weil das ist einfach das Fundament bei uns oder bei mir, bei meinen Laufleistungen auch, dass ich ganz vorn, dass ich mitmischen kann in die Top-Plätze und das ist mir einfach nicht gelungen. Es hat mich gescheit geärgert, es hat mich dann auch gefuchst, weil die Erwartungshaltungen ganz andere waren letztes Jahr. Und es ist dann alles ins andere gekommen. Ich war dann auch viel krank, weil da irgendwo da eingespielt haben. Im Großen und Ganzen war es verkorkst. Es ist ein Podium rausgekommen im Endeffekt. Das macht mich da trotzdem wieder ein bisschen stolz, auch, weil es ist auch nicht irgend sowas, was eine Selbstverständlichkeit ist. Und es war auch nicht ein Zufall. Da war ich auch richtig gut an dem Tag. Und für nächstes Jahr werde ich natürlich mir sich natürlich was einfallen lassen beim Hupfen, dass ich da wieder mitmische vorne. Apropos Erwartungshaltung, die hast du ja selbst mit einer Supersaison 2019 recht ordentlich in die Höhe geschraubt, unter anderem mit dreimal Edelmedaille bei der Heim-WM. War das, ich weiß, das ist so eine typische Journalistenfrage, mit dem die Athleten vielleicht gar nicht so viel anfangen können, aber war das vielleicht dann doch ein bisschen eine Bürde, die du da mitgenommen hast? Ja, natürlich hätte ich mir erhofft, dass ich da nahtlos anschließe, aber das ist mir nicht gelungen. Natürlich war es schön gewesen und ich habe das auch selber gehofft und habe auch richtig hart dafür gearbeitet. Und vielleicht bin ich auch ein bisschen übers Ziel rausgeschossen, was das angeht. Das kann leicht sein. Und ich werde nächstes Jahr sicher das Ganze wieder mit einem besseren Plan angehen und nicht einfach drauf loshirschen, wie man so schön sagt, sondern Step by Step meine Punkte wieder schön abarbeiten, dass ich wieder voll da bin im Winter nachher. Gibt es eine Kampfansage an den Herrn Rieber? Nein. Wie ist der in den Griff zu bekommen, der Bursche? Ja, es wird sicher irgendwie möglich sein. Also es ist keiner vollkommen von uns allen Athleten. Und es hat jeder seine Stärken und sicher hat seine Schwächen, die was er noch verbessern kann. Und wir haben jetzt schon die Saisonanalyse gemacht. Es sind sicher einige Schrauben zum Drehen bei mir von letztes Jahr auf heuer. Oder von letztes Jahr auf nächstes Jahr, sozusagen, muss man sagen. Und Entschuldigung. Das kostet normal in die Mannschaftskasse, das oder? Wenn eine Nachbesprechung das Handy läutet. Ja, es ist ein Scheiß, es tut mir leid. Es ist mein erstes Skype-Interview. Ja, gut, ein Greenhorn sozusagen. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass bei mir nicht zum Bimmeln anfangen. Ja. Hoffentlich dreht ihr jetzt nicht ins Fettnäpfchen. Ja, ich schätze noch ein Klärf lautlos. Bitte, ja. Ja, und sicher, es wäre sicher eine riesige Aufgabe. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich das nächste zusammenbringe. Also ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin vorne. Aber ich muss sicher meine Stellschrauben dran. Und dann werde ich außerstehen, wo ich umgehe nächstes Jahr. Was machst du dir denn unabhängig von deiner Performance für Gedanken, was die Zukunft des Sports angeht? Da weiß man ja im Moment wirklich nicht so recht, wie es weitergeht. Ja, das ist eine richtig schwierige Frage. Also ich habe mir jetzt echt schon ein paar Mal überlegt, wenn die Frage kommt, was ich dazu sage. Ich hoffe natürlich, dass das alles so sein wird, wie es war. Und ich glaube, das hofft jeder, egal ob es im Sport, in der Privatwirtschaft oder im Privatleben ist sogar, dass es wieder so wird. Wie schnell das geht, das wird von vielen Faktoren abhängen. Aber es dauert so lange, wie es dauert. Es gibt sicher Wichtigeres als wir Sport. Und das ist sicher die Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und ja, und dann sehen wir, was ich meine, im Winter nur wegkomme von der Ausschluss der Öffentlichkeit. Es ist voll scheiße. Das hat mir richtig anzipfen, weil sowas wie bei der Heim-WM voriges Jahr vor 2 Jahren war, 2019, das war ein Traum. Und das würde ich schade finden, wenn bei der nächsten WM, die ist zwar in Oberstdorf, und wenn da keine Zuschauer sind, das war eigentlich richtig traurig.
Und natürlich hoffe ich aber andererseits, hoffe ich besser, als wir keine Wettkämpfe ist natürlich auch. Und ich weiß es nicht, ich hoffe, dass ich nicht für einen Hugo trainiere, wie man so schön sagt, heuer, obwohl es auch gesagt wird, das hofft natürlich keiner. Und das wird auch wahrscheinlich nicht passieren. Das hängt viel zu viel. Der Sport ist schon ein riesiger Wirtschaftsfaktor, denke ich. Und man kann das sicher auch nicht einfach so ein Wirtschaftsfaktor und ein Gesundheitsfaktor für das ganze Leben. Und ich glaube auch, dass das nicht einfach so auf der Seite liegen bleibt irgendwo. Das wird sicher auch, da wird sicher auch Unterstützungen geben, die was auch notwendig sind irgendwo. Wie genau verfolgst du denn das Nachrichtengeschehen dieser Tage? Bist du ein politikinteressierter Mensch? Ja, Politik interessiert bin ich schon. Also mich interessiert schon, was um mich herum passiert in der Weltgeschichte und in unserem Land. Das ist mir schon, ich werde zwar nicht viel ausrichten können, aber ich möchte wissen, was ist, und ich habe meine Meinungen auch. Und ich denke, dass das so, wie das gemacht worden ist, sicher gut war. Ich bin richtig froh, dass ich in Österreich wohne, weil ich glaube, dass es sicher woanders Sache ist. Und ich habe das auch richtig ernst genommen mit diesen Ausgangsbeschränkungen, mit diesen Abstandregelungen. Und jetzt auch noch, ich möchte es auch weiterhin. Du musst ja mit gutem Beispiel vorangehen. Nein, ich bin echt da, weil ich mir auch denke, weil umso länger das dauert, umso geschissener ist. Also, es tut mir leid, diese Ausdrucksweise, umso blöder ist es. Umso blöder ist es. Und wenn man das einfach jetzt da konsequent bleibt, dann ist es vielleicht schneller da oder wahrscheinlich sogar schneller da. Und das ist jeder Einzelne in der Verantwortung. Wie schaut denn angeteasert, hast du es eh schon, dein Alltag in nicht mehr ganz so strenger Quarantäne aus? Was tust du außer Lernen für die Polizeischule? Ja, natürlich trainieren ist ganz oben. Ist jetzt an erster, zweiter Stelle, die streiten sich ein bisschen. Aber ich bin jetzt, ja, in der Ramsau, Gott sei Dank, haben sie relativ schnell die Skirollerstrecke hergerichtet. Wir dürfen ja schon seit 10 Tagen, ja, das ist jetzt nichts von der 20.04. war Montag, dürfen wir ja draußen trainieren. Und die Ramsau am Dachstein, muss jetzt Werbung machen für das Zuhause, war relativ flott und hat uns diese Trainingsstätten auch sehr schnell hergerichtet, Gott sei Dank. Und wir haben da eine 5,6 Kilometer lange Loipe, Runde, sagen wir so, eine Skirollerrunde. Und da fällt es auch mit dem Abstand halt nicht so schwer. Das ist eigentlich kein Problem. Und da verbringe ich eigentlich die meiste Zeit auf der, wenn ich trainieren tue. Ansonsten gibt es nicht viele, die tue gern kochen. Und ja, dann ist eigentlich der Top-Speiseplan. Ja, hauptsächlich Nudeln natürlich als Sportler. Wenn wir schon beim Werbung machen sind, ne? Wenn wir schon beim Werbung machen sind, genau, da steht es sehr schön rum. Nein, aber alles mögliche. Also ich tue auch selber Brot backen, habe so eine schöne Mühle. So mit Holz und so eine Steinmühle, da kann ich mir mein Getreide reinhauen und malen wir es mir selber. Und ich probiere natürlich ich versuche mich sehr gesund zu ernähren und auch leistungsoptimiert zu ernähren, weil ich muss ja erstens sehr leicht sein. Und zweitens würde ich aber auch relativ schnell langlaufen können. Und das ist natürlich immer ein Balanceakt. Und da gehört es auch dazu, gesund und sehr ausgewogen zu essen. Spannende Einblicke waren das in dein Leben momentan, dass er vielleicht nicht ganz so nach geordneten Bahnen oder in geordneten Bahnen verläuft, aber ich glaube, du meisterst das ganz gut, so wie du das geschildert hast. Danke für deine Zeit. Ich wünsche alles Gute beim Lernen für die Polizeischule. Und dann Dankeschön. Hoffen wir, dass wir dich bald wieder aktiv im Wettkampf bewundern und anfeuern können. Danke. Danke für deine Zeit, Franz Josef Rell. Mach's gut, bis bald. Bitte. Ciao.